So, Skype. Aha. Was? Hallo? Nein, hör auf, mich anzurufen, Michael Bay. Was ist falsch mit dir? Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kino Start Highlights. Aus aktuellem Anlass begrüße ich euch heute über Skype. Und wir sind bei Woche 3, Juli 2015. Unknown User. Ach ja, so. Durch ein peinliches Internetvideo, das anonym gepostet wurde, begeht die Schülerin Laura Selbstmord. Als sechs Freunde der Highschool ein Jahr danach zusammen skypen, klingt sich ein anonymer Nutzer in die Konversation ein und will wissen, wer das Video von Laura gepostet hat. Ansonsten gibt's Tote. Alter, guck mal, guck mal. Laura. Hallo. Was macht ihr gerade? Hey Mitch, wer ist denn dein Kumpel? Wer ist das? Ich habe versucht, ihn rauszuschmeißen. Können wir den irgendwie loswerden? Keine Ahnung. Weil die ganze Zeit da? Ist bestimmt nur eine Störung. Die Störung hat gerade geschrieben. Wer macht das? Das ist Lauras Account. Wer hackt den Account von der Toten? Vielleicht ist es ja Laura. Das Found-Footage-Genre ist in den letzten Jahren immer und immer beliebter geworden. Siehe Cloverfield, Rec, Paranormal Activity 1 bis 58. Sie sind einfach zu produzieren und doch muss man aufpassen, dass man, obwohl der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt sind, noch das Glaubwürdige, warum der Protagonist gerade eine Kamera in der Hand hat, noch rüberbringen können. Ich meine, wenn ein gigantisches Monster hinter mir her ist, in der Innenstadt von New York, dann schmeiß ich die Kamera hin und lauf um mein Leben. Dieses Genre mag nicht jeder, denn wenn man Found Footage hört, denkt man eigentlich an diese Kameraperspektive. Ich bin gespannt, wie der Film sich gibt. Es gab schon mal einen Film, der eine reine Bildschirmaufnahme als Found Footage Film angeboten hat, also keine verwackelte Kamerasicht. Das war Open Windows mit Elijah Wood. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass auch dieser Film Unknown User genauso gut funktioniert. So Leute, das war's wieder für diese Woche Kinostart Highlights. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, ich würde mich freuen. Wenn ihr die Filme gesehen habt, beziehungsweise den Film, es war ja nur ein Kinostart Highlight diese Woche, dann schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Ja, richtig gesagt. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche und enjoy the Entertainment. Anruf beenden. Bye bye.